Du probierst halt alles, du Mensch. Das Spiel ist, dass man die Scheiße ausnutzt, die man bekommt. Du musst die Karten nehmen, die das Leben dir gibt. Nils. Nicht einfach cheaten und es so hinstellen, wie man es gerne hätte. Moment. Und es war, wie viele Karten du musst das Leben so zähmen, dass es einem gefällt. Ey, mal jetzt mal ganz ehrlich, das ist der schönste Turm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist wunderschön, aber warum? Nein! Es fehlt eigentlich nur noch, dass du ihn farblich sortierst. Okay, jetzt mach ich dasselbe wie der Nils. Ich krieg die Sachen nicht. Ich krieg nur zackige Scheiße. Das ist unfassbar. Gott, ich dich hasse. Ich hasse Nils auch. Er wackelt. Er soll nicht wackeln. Es gefällt mir nicht, wenn er wackelt. Alles im Arsch. Ich hasse. Du hast sogar noch Specials, die du nicht zündest. Das weiß ich, ne? Wieso? Jetzt zünde mal bitte was. Was hab ich denn da noch? Naja, irgendeins von diesen Dingern da halt. Ja, mega. Jetzt habe ich das verbraucht. Mega schlecht, Nils. Aber Simon, ganz ehrlich, der Turm von Nils, der wackelt, der hat noch nicht gewonnen. Guck mal hier, der neigt sich nach links. Ein Fehler. Was war das? Was ist das? Ich kenne die ganzen Specials. Aber eigentlich ist das ein Fehler vom Spiel, dass wenn der Stein versenkt wird, dann müsste er eigentlich nochmal oben auftauchen. Oh, das ist jetzt auch unangenehm. Guck mal hier, der Simon. Liebe Besucher, der trifft WWE Superstar Nia Jax. 17 Uhr in der Signing Area in Halle 1. Das ist ganz einfach. 17 Uhr in der Signing Area. Vielen Dank. Danke für die Scheiße, Mann. Vielen Dank. Ich muss jetzt, oder was? Ja. So. Aber ich nicht eine von den unzähligen Fragen beantworten? Nun, Etienne, was ist dein Geheimnis? Das werde ich ständig gefragt. So, pass auf, Nils. Jetzt zählen wir mal alle mit, jetzt wie oft er die hier Sachen wegwirft. Okay. Das wäre mir sehr recht. Okay. Oh, was ist die dabei? Ich bin dabei. Das sieht ja jetzt schon scheiße aus bei mir. Ah, okay. Ich bin übrigens links. Du bist links. Weiß man nicht. Doch. Ich mach das mal so jetzt. Ja, okay, so versenkt. Mit dem Gruppendruck? Funktioniert es dann schon, dass wir die Steine auch machen? Man muss ja nicht immer alles schön machen. Wie dumm war das denn? Nein! Das sieht aber auch ein bisschen schief aus hier. Nee, den will ich nicht. Da zieht tatsächlich jemand mit. Da zieht wirklich jemand mit. Oh, das ist aber schön. Nein! Ich werfe nur noch weg. Ja, du weißt aus dem Mörtel, ne? Du kennst auch. Ja, weiß ich doch. Oh, wie dumm war das denn? Weiß ich doch. Ja, ich hab nicht drauf geachtet, okay? Ey, was? Von mir darfst du eh keinen Tipp annehmen. Das weiß ich. Seit 18 Jahren. Was? Warte. So, hier sehen wir jetzt auch, warum wir diese Spiele nie wieder spielen werden. Und schon morgen ein anderes Spiel ausgewählt werden wird. Es ist doch so schön. Was ist denn, warum habe ich denn immer so Stufen da drin? Nils? Ja, mein Schatz. Ich habe überhaupt nichts. Es macht mich jetzt schon wieder. Ey, der Ede macht's richtig. So habe ich das nämlich auch versucht bei mir. So, fuck you, Nils. Dann hat's aber nicht gedacht. Ja, you, aber mal ganz krass. Nein! Was machst du da? Das geht nicht Scheißdreck an! Oh Mann, ich sehe schon, danach müssen wir doch ein Verlierer sein. Das war wahrscheinlich dann Ede gegen mich. Ist die Messe eigentlich ab 18 oder ab wann? Ich muss mal kurz meinen Wortschatz hier anpassen an die. Oh, leck mal. Leck mich doch am Scheibenkleister. Oh, das hat mir nicht gefallen. Was ist denn das? War das gut oder schlecht für dich? Gut. Echt? Ja. Man muss nämlich bei diesem Spiel die Physik mit einberechnen. Du musst sozusagen überlegen, wie der Turm sich kippt und neigt. Wenn er kippt, muss es versch. Nein! Ich war doch da! Gott, mir ist gut! Vielen Dank, danke für den Applaus. Danke. So, jetzt kannst du sein Top gewinnen. Vielen Dank, danke. Du bist schon wieder kein Bock macht mit dem Mann zu spielen. Vielen Dank. Wer hält denn jetzt noch los? Simon gegen den Chat zu sehen.